Das Mining von Kryptowährungen ist ein Hype, der kommt und geht. Zwei Dinge sind dabei aber stets unerlässlich. Das ist zum einen billiger Strom und zum anderen gute und langlebige Netzteile. Wir haben einen Mining-PC zusammengeschraubt und unsere Netzteil-Flaggschiffe im Dauerbetrieb getestet. Was zunächst wie ein undurchsichtiger Kabelsalat aussieht, ist von vorne betrachtet ein kleines Rechenwunder. Das ASRock H110 Pro BTC Plus bietet 13 PCI-Slots an, von denen wir 8 verbraucht haben, wobei wir aus unserem Testbestand AMD-Karten aus unterschiedlichen Epochen benutzt haben. 4 Slots werden von Radeon R9 390 Karten belegt, 2 R9 Fury und 2 RX 480 füllen den Gesamtbestand auf. Als stromsparende CPU haben wir uns für einen Core i3-7300T mit 3,5 GHz Taktung entschieden, der für den Mining-Prozess ja lediglich die Aufgabe hat, die Grafikkartenkommunikation zu bewerkstelligen. Die Entschlüsselungsarbeit obliegt den 8 GPUs der Karten, die erst einmal mit unserem Holzgestell verschraubt werden müssen. Mit einem 1200 und einem 1000 Watt Modell unseres Dark Power Pro 11 kontern wir mit Leichtigkeit den durchschnittlichen Stromhunger des Systems von 1900 Watt. Damit beide Netzteile vom Motherboard angesprochen werden können, muss ein 12 Volt Relais zwischengeschaltet und ebenfalls mit Strom versorgt werden. Dank der vielen Ausgänge unserer Dark Power Pro 11 Netzteile ist die Verkabelung kein Problem. Jede Grafikkarte wird über den 6- oder 8-poligen Stromstecker und jede PCI Express Riser Karte wird über ein eigenes SATA oder PCIe Kabel mit Strom versorgt. Um sich nicht so sehr mit der korrekten Verteilung auf die unterschiedlichen Rails aufzuhalten, haben wir die Netzteile mit Hilfe des Overclocking Keys in den Single Rail Modus gewechselt. Im Betrieb haben wir bei Dauerbelastung an der Außenhülle der Netzteile kühle 55 bis 62 Grad gemessen, wohingegen bei der R9 390 die Spannungswandler bis zu 106,8 Grad heiß wurden. Mit speziellen Messzangen konnten wir die exakte Lastverteilung messen, also die Ampere, die durch die Kabel innerhalb der Zange fließen. Dabei haben unsere Tests gezeigt, dass die R9 390 Karten zwischen 98,4 und 105,6 Watt aus dem PCIe Express Slot zogen, obgleich die Intel-Spezifikation dies auf 75 Watt beschränken. Auch die RX 480 Karten zogen mit 88 Watt mehr als erlaubt sein sollte und führten den überschüssigen Strom über die direkte Stromverbindung der Grafikkarte ab. Trotz dieser übermäßigen Belastung konnten wir in einem Folgeschritt den absoluten Härtetest starten. Unser Flaggschiff mit 1200 Watt konnte als alleiniges Netzteil des Builds problemlos tagelang 5 AMD-Grafikkarten gleichzeitig im Betrieb halten, wobei wir zu Spitzenzeiten 1300 Watt Eingangsleistung am Netzteil messen konnten. Und natürlich konnten wir in Deutschland mit den alten Karten kein positives Ergebnis erzeugen. Wir kamen bei der Ethereum-Entschlüsselung unter Einberechnung der Stromkosten auf ein Ergebnis von etwa 17 Cent pro Stunde minus. Und dabei haben wir die Hardwarekosten gar nicht erst einberechnet. Dennoch hat sich unser Mining-PC mehr als gelohnt, denn er hat gezeigt, dass nichts, wirklich nichts unsere Dark Power Pro 11 Netzteile erschüttern kann.